ganz herzlich willkommen zu den Most Actives Mitte der Woche. Der DAX war gestern schon nicht mehr ganz so prickelnd unterwegs wie zum Wochenauftakt und heute hat er dann noch eine Negativschippe draufgelegt. Wir sind schon schwächlich in den Tag gestartet, waren am Vormittag dann deutlich unter Druck. Dann hat es der DAX wieder ein bisschen versucht rauszureißen, aber wir sind immer noch rund 1% im Minus aktuell. Es sind Konjunktursorgen, die diese abwartende Haltung eher im Rückwärtsgang zum Teil hier mit verursachen, dass man einfach sich fragt, inwieweit die Erholung quasi nach den Einschränkungen durch Corona, inwieweit die jetzt quasi schon abgewürgt ist, an ihr Ende gekommen ist oder zumindest ordentlich an Fahrt verliert. Insofern ist man natürlich jetzt gerade sehr sensibel, was Konjunkturdaten betrifft, aber zum Beispiel auch sowas wie das Beigebook. Also der Konjunkturbericht der Fed wird heute Abend rausgebracht um 20 Uhr unserer Zeit, wird natürlich mit sehr viel Spannung dann auch erwartet. Und bei uns gibt es morgen die EZB-Ratssitzung, da sind wir dann natürlich auch gespannt. Also dementsprechend, der DAX wagt sich gerade nicht wirklich aus seiner Deckung. Wir schauen, was heute sonst noch so los ist bei den meistgehandelten Werten beim Online-Broker flatex. Wie gewohnt der Blick zuerst auf die Kaufseite. Siemens Energy, VW, Nordex, Daimler und Bayer finden wir hier. Siemens Energy und auch Siemens sehen wir heute schon den ganzen Tag ziemlich unter Druck. Also Siemens Energy mit so dollen Abschlägen, das quasi DAX-Schlusslicht eigentlich schon den ganzen Tag bisher sind. Was ist da los? Es gab eine Abstufung durch JP Morgan. Da hat man tatsächlich sich jetzt sehr viel pessimistischer geäußert und hat gesagt, also Downgrade, jetzt nicht mehr Overweight, sondern neutral. Auch das Kursziel, wobei auch nur ein bisschen gekürzt hier. Gerade die Probleme, die es zuletzt bei Siemens Gamesa gegeben hat, die drücken hier eben auf die Stimmung. Und dementsprechend hat der Kollege Max Völke vom Aktionär sich das Ganze auch angeguckt und er sagt, die Aussagen der Analysten stoppen die jüngste Erholung jäh. Nach der herben Gewinnwarnung von Siemens Gamesa im Juli bleibt die Verunsicherung groß. Auch wenn die langfristigen Aussichten stimmen, muss zunächst viel Vertrauen zurückgewonnen werden. Ja, und wir blicken weiter auf Nordex. Da war es eine ganze Weile still geworden, was das Thema Aufträge betrifft. Insofern ist der Markt jetzt natürlich hellhörig geworden, denn es gibt einiges an neuen Aufträgen. Denn, genauer gesagt, mehrere Aufträge aus dem deutschen Heimatmarkt, 12 neue Projekte mit einem Auftragsvolumen von insgesamt mehr als 123 Megawatt hat man im Juli und August an Land gezogen. Die Projekte befinden sich in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen und sollen 2022 errichtet und dann auch in Betrieb genommen werden. Auch da haben die Kollegen aus der Printredaktion vom Aktionär sich das Ganze natürlich angeschaut und auch wieder der Kollege Max Völke schreibt, die neuen Aufträge sind positiv zu werten, aber für einen nachhaltigen Befreiungsschlag reicht das Volumen nicht. Nachdem die Nordex-Aktie zuletzt unter den Stopp gefallen ist, warten Anleger deshalb vorerst weiter ab. So seine Einschätzung. Wir blicken jetzt natürlich weiter auf die Verkaufsseite und da tummelt sich heute am Mittwoch BioNTech, Nordex, Halo Collective, Elring Klinger und flatex DEGIRO. Ja, bei BioNTech, da haben wir natürlich in letzter Zeit häufiger drüber gesprochen, Stichwort Corona, Corona-Impfstoff und die Produktion, die läuft auch Hochtouren. Laut Experten ist die Verfügbarkeit von Corona-Impfstoffen steigt sie weiter deutlich an. Bis Ende des Jahres werden 12 Milliarden Dosen produziert sein, also insgesamt. Und die Hälfte davon kommt von chinesischen Herstellern, die andere Hälfte produzieren westliche Hersteller. Und der Pfizer-Chef hatte sich geäußert, rechnet mit einer weiteren Produktionssteigerung auf 4 Milliarden Dosen des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech. Wir erinnern uns, die produzieren das ja gemeinsam, das ist ja eine Kooperation. Und hier hat der Kollege Michel Döpke, der sich Biotech-Werte ja häufiger anguckt, aus der Printredaktion vom Aktionär, der hat sich BioNTech angeguckt und der sagt generell, die Corona-Impfstoffproduktion bei BioNTech, Moderna und Co., die läuft auf Hochtouren. Gerade für reine Impfstoffplayer wie die beiden mRNA-Spezialisten bedeutet dies Einnahmen in Milliarden-Dollar-Höhe. Das spiegelt sich auch klar an der Kursentwicklung der Aktien wieder. Langfristig sieht der Aktionär insbesondere bei BioNTech noch jede Menge Potenzial, auch über Corona hinaus. So seine Einschätzung. Ja, das war's für die Mittwochsausgabe der Most Actives. Und wenn Sie mögen, morgen sind wir natürlich zur gleichen Zeit wieder am Start. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.